ich das wahrscheinlich aus Versehen richtig gemacht, wa? Ja, So, ich muss deine deutsche aufpassen jetzt. Variante ist ja wahrscheinlich nur ein Lehrer ohne irgendeinen Kommentar drin Nee, oder glaube ich nicht. Aber ich komme jetzt in den Ort, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Könnte ja sein, dass hier Zombies sind. Wir müssen ein bisschen gucken ja, hier. ich muss mich auch erstmal sortieren und dann bin ich erstmal leise. Ich gehe die Straße entlang in einen Ort rein. Ich habe mich doch gemacht. Ich hätte mir da sonst die Hose voll gekackt, oder nicht? Durch den Wald gekrochen Ja, auf allen Vieren auf dem Boden gekrochen, 15 oder wie? Kilometer. 15 Oder Kilometer. 20 oder 500. Ja, du weißt doch, was ich immer gemacht habe. Ich meine, gut, Okay. du kannst darüber lachen, so viel wie du willst, aber ich habe das immer überlebt. Ich bin totgegangen, weil ich irgendwo eingesperrt war oder so. Aber ich bin nicht totgegangen, weil ich plötzlich drei Zombies am Arsch hatte oder so. Wenn ich einmal die Hürde geschafft habe, bis jetzt, habe ich mich gut Dann wäre ich gehalten. ja unterwegs schon an Langeweile gestorben. Ja, das ist natürlich eine andere Sache, ne? So, jetzt bin ich in so einem Haus hier. Das ist so das erste Haus, was ich eben erreicht habe in dem Ort. Tür stand offen. Hier scheint auch nichts drin zu sein. Doch, da Im steht eine Regen Dose, eine schwitzt du Pepsi. nicht. Ich habe Im keinen Platz mehr, Regen. ne? Ich habe meine kaputte Regenjacke nochmal mitgenommen. Weil ich kann da vier Dinge reintun und die braucht auch vier Plätze. Also quasi nichts, ne? Den Defibrillator lasse ich aber wieder hier. Ah, was ist das denn? Walking Dead fängt gleich an. Ah. Mach das bitte aus, das ist ja furchtbar laut. Mein Gott, was ein Lärm. Ich muss das ja auch mal hören. So, ja, die Folgen kenne ich ja im Prinzip schon. Ist ja noch Staffel 4. So, jetzt mal schauen. Hast du zufällig Reis in der Tasche? Ja, ich glaube wohl. Ich kann Doch, nur jetzt hier aber nicht. gerade nicht gucken. Moment. Ein Gaskocher und einen Kochtopf habe ich jetzt Ja, nicht ich habe dabei. Reis. Noch einen Topf gefunden, Ja, ja. ist es schön. Ich habe auch so ein paar Konserven wieder hier. Und Können Wasser wir wieder wieder schön mehr. Feuerchen machen und ein Lager machen, ne? Genau, dann gibt's mal Milch rein. Ah ne, ich habe kein Milchpulver. Wie spät ist das jetzt real? 23 Uhr. Ich würde mal sagen, ich habe Ja. Zeit, so bis 1 etwa. 23:10 Länger will ich auch nicht machen. Das sind ja nur 2 Stunden. Dann ist auch meine So. Platte wieder voll. Eine einzige Folge habe ich geschnitten. Stundenlange Arbeit. Aber dafür habe ich aus bestimmt 2 Stunden Spielzeit eine Folge gemacht. Weiß, ich habe unheimlich viel gerafft. Ne? Aber dazu muss das ja alles nochmal sichten. Sonst kriegst du das ja nicht Ja, vernünftig hin. klar. Ich habe mittlerweile drei Feuerwehräxte gefunden. Die erste war auch, meine war ja erstes Ruined. Dann habe ich zweimal eine in Badly Damaged und jetzt die dritte, die ich gefunden habe, das war dann eine mit Worn. Kann also wieder Holz fällen. Ja. Ja, ich glaube, meine Axt ist nicht mehr pristine, ne? Ne, die ist jetzt Nee, worn. die verliert schon dadurch, wenn man da so eine Eiche umkloppt oder so, das macht sich schon bemerkbar. Ja, das habe ich gemerkt. Aber ich musste ja, ich wollte ja eine Angel und einen Rucksack einen Bogen wollte ich mir basteln. Ich wollte das ja alles mal selber basteln. Mittlerweile habe ich drei Schusswaffen, jetzt bin Wie ich viele nicht mehr Plätze gespannt. braucht denn so eine Axt im Inventar? Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Boah, fünf Und die senkrecht. Spaltaxt braucht 4. Okay. Senkrecht, sondern die Spaltaxt braucht 4 und die Feuerwehraxt 5. Okay. Ja, aber dadurch kann ich jetzt nur drei Schusswaffen mitnehmen. Ne? Nur 3 Schusswaffen, ja, nee, ist klar. Ja, die Mosin habe ich auf dem Rücken, die Handfeuerwaffe habe ich.
meinst du, wie ölig das wird, wenn dann in der 050er-Version auch noch dazu kommt, hier von wegen, mir tun die Füße weh und ich brauche neue Schuhe Nee, ach ja. Das muss man jetzt nicht zu sehr übertreiben, finde ich. Das finde ich so schon ganz okay. und. Die müssen auch aufpassen, dass wenn sie sowas machen, dass das auch vernünftig dosiert ist. Weißt du, wenn du jeden Tag dreimal neue Schuhe brauchst, dann kannst du auch Schuhwechselsimulator dazu sagen. Weißt du, das ist dann auch, das ist ganz schön schwierig. Du siehst ja, wie das ist mit dem Frieren. Weißt du, findest eine Daunenjacke und frierst trotzdem noch. Das ist Kacke. Das Z in DC steht für Zalando, ne? Ja. So, was haben wir hier? Ein Biker-Jacket. So, jetzt wage ich jetzt mal Und einfach hier stehen zu bleiben und mal hier rein zu zoomen. richtig. So. Ach, da! Okay, ich bin jetzt quasi schon auf der Straße, wo es schon rausgeht wieder auf Sinsdorf. Dann gehe ich gleich mal Richtung Süden. Muss ich quasi die Straße einfach zurückfolgen. Ja, ich bin noch im Krankenhaus von, Von? wie heißt das Nest nochmal? Valimovo oder so ähnlich. Boah, da bist du ja richtig. Wybor? Ich sehe das nicht. Sinstock und dann im Süden. Ach so, Valivovo, ja. Da gut, Valimovo, dann gehe genau. ich die Straße da entlang und komme dir entgegen. Okay. Ja? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin aber ziemlich weit im Westen von dem Ort. Ja, ich bin in der Nähe von dem großen Bahnhof, da in dem Krankenhaus. Ja, wenn du da auch. Ja. Ja. Wäre schön, wenn du aus dem Ort ein bisschen rauskommen würdest, mir entgegenkommen würdest, damit wir dann zusammen da rein können. Heute sehr entgegenkommend. Ja, jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich auch den richtigen Weg finde. Gut, bevor du Ja, dir also, neue Unterwäsche ich brauchst. würde mal sagen, ich habe jetzt hier von dem Ort so 50 bis 60% der Häuser gelootet und eigentlich so gut wie nichts gefunden. Eine oder andere Konserve mal und eine Sushi vorhin verdrückt, aber das war's auch schon. Ja, wie sieht denn mein Futterstatus aus? Ja, Energy is saturated, and cold. Oh, ich brauche mal wieder Feuerholz. Warte mal, habe ich da nicht noch? Ich letztes Mal mitgenommen? Ja, die Feuerstelle habe ich mitgenommen. Cool. So, dann wieder auf die Hauptstraße zurück. Da müssten wir quasi so auf halber Strecke zwischen den Ortschaften queren, weil ja eine richtig große Hauptstraße, ne? Da kann ich ja dann Meldung machen, wenn ich da bin. Ich sehe da hinten aber jetzt so einen Stall oder sowas, den werde ich mir gleich greifen, wenn ich da nicht schon war. Ich könnte ja einen Bus nehmen, aber die sind alle ausgebrannt. Ja, das wäre ja klasse später mal. Ah, ich habe hier ein Auto. Ja, dann hole ich dich eben ab. Möp. Ich finde manchmal für die Kurzstrecken hier zwischen den Orten fände ich ein Fahrrad schon ausreichend. Nee. Ich finde das schon klasse im Auto. Vor allen Dingen, weil du dann nicht auf Zombies aufpassen musst. Die kannst du ja dann einfach platt fahren. Wenn Beim nicht Fahrrad, recht, ja. beim, ja, sonst fahre ich dran vorbei. Die kriegen mich ja eh nicht. Und Kilometer weiter haben sie mich schon wieder so Augen verloren. Dann musst du nur gucken, dass du dann rechtzeitig wieder eine Tankstelle findest. Ja. Ich glaube, es gibt dann auch Kanister, ne? Wenn du dann auf dem Rücksitz fünf Ja. Kanister voll mit Sprit hast, sag mal, dann kannst du fünfmal quer durch die Karte gurken. Stell dir mal Guter vor, da Punkt. rennt gerade so ein Noob, der frisch geboren ist, vor zwei Zombies weg. Du kommst im Auto, fährst neben, steig ein und weiter. Ich bin letztens nochmal, ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass man da auch Leute mitnehmen kann und so Ja, ja. weiter. Und ich bin letztens in der Arma-2-Variante, bin ich mal auf die Suche gegangen und bin dann schon mit dem Bagger durch die Gegend gefahren. Na toll. Das war echt der Hit. Da konnte man also wechseln zwischen Fahrerplatz und Kranplatz und dann konntest du dann noch den Kranauflieger hin und her schwenken und solche Scherze. So, ich bleib mal eben stehen, guck mich mal um. Aber bei Arma 2 ist die Steuerung irgendwie ganz anders und ja, ganz anders nicht, aber ein bisschen komplizierter und vor allen Dingen kannst du da in die meisten Häuser gar nicht reingehen, weil eine Tür schon offen steht. Ja, du musst mir gar nicht so viel erklären über Arma 2. Ich weiß da Bescheid. Ich habe schließlich irgendwie 30 oder 40 Folgen geguckt von eben vom Ja, Frenkel, okay. weißt du? Wie der mit der Trinity da ausgebildet wurde. Und deswegen kann ich das ganz gut einschätzen, ne?
Ja, aber das ist doof. Ich finde das schon besser, wie hier, dass man fast alle Häuser öffnen und schließen kann, die Türen, und nicht immer davor steht und dann kommt ein Zombie und ich will ins Haus. Oh, scheiße, geht nicht, Tür ist zu. Da steht nochmal schön in der Garage. Aber wenn ein Zombie Warten. kommt, dann flüchte ich eigentlich nie ins Haus, sondern ich Oh. gehe immer irgendwo auf eine große Fläche, wo ich genug Platz habe, um den herumzutanzen, weißt du? Ja Und gut, aber wenn dann demnächst diese Dietrich-Dinger da verfügbar sind, dann werde ich mir das überlegen, ob ich dann irgendwo mal reingehe und meine Türe abschließe. ja, wenn die das so machen, dass die Zombies nicht mehr durch die Wände glitschen können, dann würde ich auch mal in Haus gehen. Da kann man dann wunderbar übernachten oder so. Ofen Das anmachen. So, würde jetzt habe dann ich hier. Spaß machen, ja. Ja. Da muss man sich nicht immer in den Wald setzen und Feuerchen machen, wie wir das gemacht haben. Man kann man vielleicht auch mal im Haus. Dann kann man sich da mal einnisten. Deswegen habe ich ja schon mal angeregt, dass diese offene Kamine, die da in manchen Hütten ist, dann auch mit so einem Firekit mal belegt werden können. So, ich habe Dass die man große Kreuzung erreicht. dann nicht an einer CO-Vergiftung stirbt oder so. Ja, hast du gehört? Ja, Moment. Noch in der Oh, Ruhe. da steht ein Bus am Straßenrand. Ein Bus am Schein. Ja, stimmt. Einer war da mit so Zombie-Leichen daneben. Da weiß ich, da bin ich gleich. Ich bin also wie gesagt an der Kreuzung jetzt. Das ist jetzt also gar nicht mehr so weit bis in den Ort. Und hier ist so ein Bus in eine Planke gefahren. Ja, Und gut. da bin ich jetzt. Zombie sehe ich hier keinen. Hast du in dem Ort heute jetzt vorhin schon einen Zombie Dann gesehen? hör mal eben zu. Ne? Nix gehört? Nee, was denn? Okay, dann bin ich noch nicht nah genug dran. Was hast du denn gemacht? Ich habe gerade zweimal in die Luft geballert. Ich dachte, du hörst mich. Da ballert die da rum. Erstens mal ist das Munitionsverschwendung und zweitens mal kannst du da Spieler und Zombies auf dich aufmerksam machen. Ich halte das für äußerst dumm, das zu machen. Ich schieße nur, wenn ich schießen muss. Ich habe zwei Schuss bis jetzt verbraten. Zwei! Und mit beiden habe ich einen Hirsch geschossen. Okay. Ja, ich habe ja hier noch das Problem, dass ich so eine Waffe mit mir So, rumtrage, jetzt die bin ich ich bei immer dem dabei liegen habe. Bahnübergang. Jetzt gehe ich in dieses Bahnhofsgebäude rein. Da Bahnübergang, stehen Schuhe, Helme, Bahnübergang. eine Mütze. Oh, was ist das? Munition? Brauchst du diese Schrotflintenmunition, 12 Schuss? Ja, kann ich Okay, wohl dann muss ich brauchen, aber auf jeden erstmal was Fall. essen, damit ich Platz habe. Ja, ich bin ja dann theoretisch gleich da und Bahnhofsgebäude. Oh, ich bin aber pappensatt, ich esse trotzdem eine Banane. Nee, bist du jetzt an mir vorbeigelaufen? Nee, kann er nicht. Der Bahnhof war doch hinter mir. Das ist so ein, weiß nicht, ob das ein Bahnhof ist, das ist hier so ein beschrankter Bahnübergang, da wo dieser Bus steht, weißt du? Jetzt mal gucken, Moment. Na, ich hab wieder einen Lag. Wenn du auf der Karte guckst, da gibt es nur eine Straße, die nach Sinistok geht. Und die kreuzt Ja. eine große Hauptstraße. Die Kreuzung Ja. hatte ich vorhin, bin weitergelaufen, komme jetzt an die Schienen. Also das ist so Ja, ich eigentlich. wollte gerade sagen. Ich habe jetzt hier so ein Transformatorenhäuschen neben mir. Jetzt macht die Straße so eine Und Schleife. lauf, und lauf, und lauf, und lauf, und lauf. Ah, da vorne kommen, glaube ich, Bahnschranken, wenn ich das richtig sehe. Aber dann bin ich da schon dran vorbei, da müsstest du mich doch schon sehen. Läufst du die Schienen lang oder Ich die glaube, Straße? ich sehe dich auch da vorne rumstehen. Ah ja, ich sehe da vorne auch jemanden laufen. Ah, okay. Ja. Ja, komm her, dann gucken wir. Hast du hier das Haus schon geguckt? Dann gehe ich da eben rein. Hier steht noch so ein Auto. Ja, jetzt sehe ich dich definitiv. Gut. Ich gehe hier in das Haus, ne? Sehe dich. Ja, du hast was Rotes auf dem Kopf. Nee, das ist der Rucksack. Okay. Ich finde es ja aber auch erstaunlich zombie-beruhigte Zone. Finde ich gut. Schauen wir mal. Da haben wir doch ein Türchen, dann brauchen wir da
nicht über den Zaun klettern. So. Ich bin jetzt hier gerade eine Jacke am Umbauen. Die Regenjacke, die ich habe, wie gut ist die denn? Pristine. Ich habe eine Pristine Regenjacke, aber die ist orange. Kann ich die vielleicht auch mit einer Okay. Farbdose? Ja, ich mache das auch mal hier. Ja, das Hi. hatte ich auch mal angeregt, aber ob das übernommen wird, weiß ich nicht. Meine ist ja auch orange. Hier steht ein Crossbow Hollow Sight. Was ist denn das? Das ist für für die Armbrust dieses Mini-Okular für oben drauf auch so ein Aber Zielfernrichtung, ist Zielfernrohr. badly damaged. So, pass auf, ich leg dir jetzt hier was auf den Boden. Zack, bitte sehr. Ja, supi. Aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Oh. Wo war ich denn da? Kann ich denn da? Ach ja, du wolltest ja auch von mir noch was haben. Warte mal. Das war die 38er Munition da. Ja. Zack. Dann legen wir die daneben. Dann haben wir hier wieder einen Platz. Hopp. So, was ist das für eine Munition? 9 mm, die brauche ich selber. So. Jetzt liegt die Munition wahrscheinlich unter mir. Hast du die? Ich habe die gerade rausgelegt. Hast du die noch nicht genommen? Ja, doch, genommen habe ich die, aber ich habe auch welche Ja, hingelegt. die habe ich Wo schon ist die? genommen. Achso, die hast du schon Ja, die genommen. habe ich Okay. schon genommen. Ja, gucke. Punkt neun, Passt. was ist das? Punkt 380, genau. Ja. Ja, passt doch wunderbar. So. Gut. Siehst du, hinter dir liegt jetzt meine alte Regenjacke. Boah, was Ist das sieht eine die aus? Regenjacke? Das war eine Regenjacke, ja, aber Guck die mal, ist von ja. Zombies ruiniert Was worden. liegt denn da auf dem Tisch? Achso, das war dieses volle Zeit. Okay. Oh. Ja? Ja, wo wollen wir denn jetzt ein Feuerchen machen? Ja, ich weiß nicht, jetzt ein Feuerchen machen? Warum? Ja, weil es doch kalt ist die ganze Zeit, oder? Nö, ich hab. Nö. Ich hab das ja vorhin die ganze Zeit versucht zu sagen, aber du hörst mir nicht zu. Du unterbrichst mich immer im Satz. Ich wollte dir schon sagen und das. Hast du dich ausgelockt? Nee, Wo bist denn? ich bin hier bei den Holzhäuschen hinten. Mal gucken, ob da noch was drin liegt. Also, ich hab dir 10-mal sagen wollen, wenn da steht, I am cooling off, I'm promptly cooling off, Ja, I am das habe ich cooling. ja Jetzt, verstanden. ey, jetzt unterbricht die mich schon wieder. Ja, natürlich. Hör Ich mir will doch dich bitte doch mal jetzt. währenddessen. Hör mir doch jetzt mal einmal zu. Wenn das ewig kommt, ne, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Da passiert gar nichts. Das kannst du dir tagelang angucken. Erst wenn da was steht von I'm rapidly cooling off und dann in Rot I'm shaking, dann wird's ernst. Aber dieses promptly cooling off hat überhaupt nichts zu Ja, bedeuten. schön. Ich habe aber jetzt hier stehen, I am shaking. Echt? Ja. Was hast du denn für eine Jacke an? Das ist die Militärjacke. Jetzt wollte ich die Regenjacke wieder anziehen. Ja, die ist zwar rot, aber ist vielleicht sie wärmer. So eine habe ich ja jetzt auch. Ja, dann müssen wir Encourage. natürlich gleich ein Feuer machen. Ich wollte jetzt in den Ort reingehen, da. Promptly cooling off. Wird nicht wärmer. Schade. Na gut, so, wo wollt's denn? In die Richtung. Wenn das zu so schlimm wird bei dir, dann müssen wir natürlich ein Feuer machen. Das ist ja klar. Aber das mache ich hier nicht mitten in der Stadt. Da gehe ich ja irgendwo in den Wald für. Ach, Du. ich habe mich da gestern auch in die Garage gesetzt und da hat keiner noch gekräht. Ne, krähen tut da keiner. Ja, Ja, aus den ich Bäumen, die bräuchte du noch. rechts von dir hast, da kannst du übrigens hier Angelruten und Bögen und sowas draus schnitzen. Ich bräuchte noch eine neue Axt oder so. Ich meine, ist jetzt worn. Und ich hätte ja ganz gerne noch eine Feuerwehraxt ausgetauscht in Pristine und die hier vielleicht untergebracht bei mir. Weil das ist mir so ziemlich mein wichtigstes Utensil, ne? Hast du hier vielleicht irgendwas in der Art gesehen? Ja, auf dem anderen Server, aber das ist schon wieder. Ja, Weit jetzt können wir her. ja trotzdem mal dahin gehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier in den Häusern warst du schon überall oder sollen wir die looten? Nee, ich bin ja jetzt nur da durchgerannt. Okay, dann Da habe gehen wir ich da jetzt gar rein. nichts. Ich habe nur in dem roten, in dem unteren Gang bin ich einmal durchgeflitzt und ansonsten habe ich hier noch nichts geguckt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Machst du die Tür zu? Oh, Rohrzange, Helm,
Was ist denn das jetzt hier? Oh, hier liegt ein Gewehr. Oh, guck mal. Kann ich aber so nicht sehen. Ach, Schrotflinte. Ja. Ich geh mal nach oben, ne? Ja, ich brauch keine. Mal. Nö. Hier in dem Zimmer habe ich auch schon mal Feuer gemacht. Und geht das oder verqualmst du das? Sollen wir machen? Brauchst du irgendwas? Kann man tun. Ein Fireplace Kit habe ich noch dabei. Ich weiß aber nicht, ob da noch ein Stück Feuerholz dran ist. Ja, das brauchen wir schon. Warte mal. Wo ist es? Fireplace Kit. Ne, ist noch ein Stück Holz dabei. Gut. Ja, dann mach doch an. Brauchen wir eben Zündeln. Super Zündis. Ja, jetzt schmeiße ich natürlich meine. Ne? Ein Fireplace Kit will ich jetzt nicht. Ach, ich muss das Feuerholz erst wieder rausnehmen. Ach, das ist ja doof. Warum wird das denn jetzt so dunkel hier? Ja, apropos ich dunkel. Ich hab ein recht schwarzes Bild jetzt gerade. Hä? Weil ich in die Flamme gucke. Was denn für eine Flamme? Ist doch noch gar nicht an. Oh. Jetzt liegt das Holz zwischen deinen Beinen. Naja. Ich kann das nicht anzünden. Jetzt geht's ganz. Ah ja. Jetzt geht's wieder. Nicht, dass ich jetzt wieder das Frieren anfange nachher. Ich habe ja erst angefangen mit dem Frieren. Als ich nah am Feuer war. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück. Wärm dich mal auf, 2-3 Minuten, dann hauen wir ab. Ja, ich habe Feuer gemacht. Ich will mal meine Waffe wieder haben. Die Streichhölzer wieder einstecken. So. Jetzt muss ich was trinken, sehe ich gerade. Ach ja. Wenn ich alles so viel hätte wie Wasser.